Moin, liebes Brautpaar. Heute reden wir doch mal über eure Rede. Und zwar, wenn ihr eine Rede haltet, habt ihr euch vielleicht Notizen gemacht und das gibt dann so verschiedene Szenarien. Entweder habt ihr einen sehr kleinen Notizzettel, den ihr dann so ganz dicht dran halten müsst, damit ihr überhaupt erkennen könnt, was ihr draufgeschrieben habt. Oder ihr habt euch für einen großen Notizzettel entschieden mit großen Buchstaben, großer Schrift. Ne? Vielleicht auch ein bisschen zerknittert. Das sieht dann nicht ganz so schick aus auf dem Foto, was in dem Moment von euch gemacht wird. Oft ist auch mehr Papier dann im Bild zu sehen als ihr als Brautpaar. Das wäre ja schade. Insofern mein Tipp, nehmt euch DIN A5 Karten und was ich gemacht habe, ich habe mir auf die andere Seite einfach ein paar Motive drucken lassen, die vielleicht sogar zu eurer Deko passen. Insofern kann ich ganz einfach blättern, Hals ein Stück weiter weg. Ich bin noch gut zu sehen, genug Bild von mir in der Kamera. Das sieht auf den Fotos gut aus. Insofern kann ich es auch weit genug weghalten, dass die Schrift groß genug ist, dass ich es gut lesen kann. Insofern, kleiner Tipp von mir, schafft euch Moderationskarten an, baut euch welche oder ja, meine Brautpaare kriegen das sowieso von mir immer angeboten. Bis denn, tschüss!